Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um Polymetrik und Polyrhythmik. Aber legen wir doch einfach mal los. So, Polymetrik und Polyrhythmik werden öfter mal durcheinander gebracht, sind im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Gehen wir jetzt einfach mal hin und machen einfach mal einen ganz normalen Rhythmus. Und da nehme ich jetzt hier einfach ein Klavier. Ist ein bisschen zu tief. Und packe jetzt mal auf jedes Viertel ein Sechzehntel, sodass ich quasi mit einem Klavier ein Fort oder Floor habe. So, um jetzt einen Polyrhythmik zu erzeugen, muss ich innerhalb dieses Taktes mit den vier Vierteln oder mit den vier Sechzehnteln auf den jeweiligen Viertelschlägen eine andere Rhythmik erzeugen. Das bedeutet, es gibt bei der Polyrhythmik öfter mal den Begriff 4 zu 3. Ich habe das hier oben auch nochmal hingeschrieben oder 3 zu 4, da kommen wir später nochmal dazu. Im übertragenen Sinne heißt es, ich habe hier vier Noten innerhalb eines Viervierteltaktes. Und 4 zu 3 bedeutet jetzt einfach nur, dass ich jetzt drei Noten auf die Länge des Viervierteltaktes gleichmäßig verteile. So wie ich gleichmäßig die vier Viertel verteilt habe, verteile ich jetzt drei Noten in diesem Viervierteltakt gleichmäßig. So, und jetzt kann ich das unter Bitwig recht schön machen. Das heißt, ich ziehe hier drei Viertel auf, drücke Steuerung J, jetzt habe ich so einen etwas zu kurzen Takt, der ist um ein Viertel zu kurz, und jetzt kann ich, was haben wir hier nochmal, C2, dann nehmen wir hier eine Oktave höher, C3, und jetzt male ich hier auf die jeweilige Viertelschlag jeweils eine Note. Das heißt, ich habe drei Noten in diesem Dreivierteltakt. Ich will ja aber diese drei Noten auf die Länge eines Viervierteltakts verteilt haben. So, jetzt kann ich einfach die Alt-Taste gedrückt halten und ziehe mir diesen Takt länger. So, jetzt habe ich diese drei Noten in diesem Viervierteltakt gleichmäßig verteilt. Die sind jetzt alle gleich weit auseinander. So, wenn ich jetzt nochmal diesen Takt hier anhöre, den Grundrhythmus, dann habe ich vier Viertel jeweils auf einem Viertel drauf. So, wenn ich mir das anhöre, sind auch gleich weit auseinander. So, und bei diesem 4 Drittel oder 4 zu 3 Polyrhythmus bedeutet, ich habe hier diesen Grundrhythmus und hier habe ich einen weiteren, einen Polyrhythmus. Wenn ich die jetzt beide gleichzeitig abspiele, klingt das so. Das heißt, ich habe zwei Takte, die sind jeweils vier Viertel lang oder vier Viertel groß. Und in dem einen Takt habe ich tatsächlich vier Noten drin, jeweils auf den Viertelschlägen. Und im zweiten Takt habe ich nur drei Noten drin, die aber genau gleich verteilt sind. Deshalb Polyrhythmus. Das heißt, ich habe hier oben quasi einen Four-to-the-Floor-Rhythmus. Und hier unten habe ich dann zusätzlich noch einen weiteren Rhythmus drin. Das ist zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, das ist jetzt ein Viervierteltakt. Das heißt, ich nehme den Viervierteltakt als Grundlage. Jetzt kann ich dasselbe machen. Gehen wir einfach mal ein bisschen hier hoch. Da habe ich schon mal einen Marker gezogen. Und ich mache jetzt einen Rhythmus. Der ist jetzt Steuerung J. Der ist jetzt nur drei Viertel lang insgesamt. So, und jetzt gehe ich wieder hier auf C2. Na? Und mal jetzt wieder drei Viertel rein in diesen Dreivierteltakt und habe jetzt wieder meinen Grundrhythmus. Und ein Polyrhythmus, jetzt bei dem 3 zu 4 Polyrhythmus, würde ich jetzt einen Viervierteltakt aufziehen. Mit Steuerung J mache ich den wieder groß und dann male ich auf C3 auf jedem Viertel wieder eine Note. So, und jetzt habe ich hier auch vier Viertel
Hier oben habe ich Dreiviertel, nur der Takt ist ja zu lang. Deshalb halte ich wieder die Alt-Taste gedrückt, gehe hier hinten ran und schiebe das jetzt einfach zusammen. Und jetzt sind diese vier Noten auf diesen Dreivierteltakt zusammengeschoben worden. Das heißt, sie sind alle gleich weit auseinander. Hier sind alle gleich weit auseinander. Und wenn ich mir das jetzt zusammen anhöre, klingt das so. Das ist der 3 zu 4 Polyrhythmus. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Zahlen. Das Einzige, was da sein muss, ist, dass man die Zahlen nicht gegenseitig durch oder die Zahlen nicht durch die jeweils andere Zahl dividieren kann. Also sowas wie ein 4 zu 3, wie sowas wie ein 4 zu 2 oder 2 zu 4 oder 6 zu 3 geht nicht. Das ist dann kein Polyrhythmus mehr, das ist dann einfach nur noch ein Rhythmus. Wenn man das jetzt mal veranschaulicht hier, ich mache jetzt mal einen 6, also dann müsste ich hier unten den machen, ein 6 zu 3. Lustig, dass der mir immer auf einen anderen Clip springt. So, und wenn ich jetzt hier auf jedes Viertel, ups, das ist zu lang. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Viertel. Und ich habe ja gesagt, ich will ja ein 6 zu 3 machen. Das heißt, ich mache hier jetzt einen, ja, 6 zu 3 geht schon nicht mehr, weil ich 6 durch 3 teilen kann. Jetzt mache ich einfach einen 6 zu 5 zum Beispiel. So, und jetzt packe ich auf den hier. Ich könnte mir das Ganze auch einfacher machen, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, jetzt habe ich hier fünf Noten. Die verteile ich jetzt wieder mit dem Alt auf die komplette Länge. Und jetzt habe ich hier wieder einen 6 zu 3. Kann ich hier eintragen? 6 zu, nee, Quatsch, 6 zu 5, Entschuldigung. Einen 6 zu 5 Polyrhythmus. So. Das sind die Polyrhythmen im Endeffekt. Das heißt, je nachdem, was die dominante Phrase ist, hört sich das entsprechend an. Wenn ich hier nochmal hier den 4 zu 3 anhöre. Oder den 3 zu 4. Nochmal zurück. So, das sind die Polyrhythmen. Und Polymetrik, das kann man sich schön merken mit Metrik und Meter. Da ist dann der Takt entweder kürzer oder länger. So, ich mute hier mal die Polymetrik, dass ich nur noch den Grundrhythmus hier habe. Diesen hier. Und ich würde jetzt hier zum Beispiel einen Takt, den mache ich jetzt einfach mal so 2,5 lang. Und baue da jetzt einfach mal irgendwie eine andere Melodie rein. 2,5 haben wir gesagt. Dann, ich mache jetzt einfach mal auf den Vierteln. So, und der ist ja nur 2,5 lang. So, damit das jetzt irgendwie Sinn macht, ziehe ich den jetzt ein bisschen auf. Dann hört man das nämlich besser. So, ich ziehe den jetzt mal auf 8 Takte hoch und den loop ich genauso auf 8 Takte hoch. Und bei der Polymetrik ist er jetzt so, dass der Takt hier wesentlich kürzer ist und der andere bleibt immer in seinem Vierviertel drin. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier abspiele, ich könnte jetzt die Länge des Polymetrik-Taktes auch noch mal ändern und spiele das noch mal von vorne. Das heißt, der läuft die ganze Zeit in seinem ganz eigenen Rhythmus,
gar nicht in diesem Vierviertel-Rhythmus, sondern ich könnte jetzt hier ein Dreiviertel oder einen, auf jeden Fall einen krummen Rhythmus nehmen. Und der läuft die ganze Zeit in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Und je nachdem, was ich hier an Taktlänge eingestellt habe, braucht er eine gewisse Zeit, bis er sich quasi mit dem Grundrhythmus wieder synchronisieren kann. So. Das ist im Prinzip Polyrhythmik und Polymetrik. Bei Polymetrik, so als Eselsbrücke, Polymetrik, Meter ist eine unterschiedliche Taktlänge. Und bei der Polyrhythmik sind im gleichen Takt einfach unterschiedliche Abstände. Das heißt, ich habe einmal hier 4 Noten im Takt und einmal habe ich zum Beispiel 3 Noten im Takt. So, aber die gleiche Taktlänge. Und wie gesagt, das geht natürlich auch nicht nur mit 4 zu 3 oder 3 zu 4, sondern eben auch mit 6 zu 5, 7 zu 9 und Zusatzzahl 13. Keine Ahnung. So, wenn euch das gefallen hat ihr da vielleicht auch interessante Sachen am Start habt, was ihr da macht, lasst es mich wissen. Kommentiert unter dem Video. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, drückt den Daumen, drückt die Glocke, drückt das Abo, drückt einfach alles hier auf der Seite. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.